Hier im kleinen Ort Strenznauendorf stellen sich die Bewohner derzeit nur noch eine Frage. Wann hat dieser Albtraum endlich ein Ende? Denn seitdem der Kreisverkehr in Alzleben gesperrt ist, rollt der gesamte Verkehr über das 100 Jahre alte Kopfsteinpflaster. Geht früh um 6 Uhr los. Um 9 Uhr rum war dann hier mal wieder Stau. Standen 3 LKWs von oben, 2 von unten. Sieht man hier an den Fußwegen. Alle schon krumm und lahm gefahren. Der wird nur noch ganz fertig gefahren. Ich weiß nicht, wer sich die Umleitung ausgedacht hat. Ich nehme an, die haben die Straßen überhaupt nicht abgefahren, wie sie wirklich sind. Noch mehr Sorgen machen dem Ortsbürgermeister aber die Erschütterungen, die womöglich auch Schaden an dem unterirdischen Stollensystem anrichten können. Denn schon in der Vergangenheit kam es mehrfach zu Erdfällen. Hat man schon einen Erdbruch gehabt, da ist von dem Empire der Pool abgekippt. Und das ist 10 Meter neben der Straße gewesen. Darum hat der Ortsbürgermeister nun auch Kontakt zum Bergbauamt aufgenommen, um seine Sorgen zu schildern. Und mit seinem Frust ist er nicht allein. Kreise kann ich doch nicht in der Mais- und in der Rübenernte machen. Sowas mache ich im zeitigen Frühjahr oder wenn der Mais schon lange vorbei ist, aber nicht jetzt um so eine Zeit.